das ihr benötigt? Ich will mal Stufe 10. Sifting through me. Was? Through time, nicht me, time. Für einen Augenblick Gehör schenken. Klar. Was auch immer. Was mich, was auch immer jetzt kommen mag. Bin ich wieder hier? Hier war ich gerade. Mit den Uruks. Okay. Erkunderstein. Schwerste Stufe, bitte. Dies ist eine wiederholbare Aufgabe, die ihr noch nie erfüllt habt. Grauen 7. Ja. Und der ist zerbrochen. Entfernter Gegenstand. Ja, aber ich habe direkt einen zerbrochenen bekommen. Okay, und das Coole ist aber, wenn ich was gegen Schicksalspunkte, Hoffnungsschimmer hole, dann... Ach, das darf ich gar nicht. Dann würde es stacken. Darf ich? Interessant. Wenn ihr aber noch... Gegenstände ist leer, okay. Es gibt... Das sieht fast genauso aus, ein Item, das macht auch 5 Hoffnung. Und das sieht so aus, ich glaube, ist das aus dem Shop oder so? Ich glaube, es ist aus dem Shop oder aus dem Hobbit-Geschenk, hatte ich das. Diese Hoffnungsschimmer stacken zusätzlich zur Münze, also zum Edelhahn-Talisman. Damit kommt ihr ein bisschen, also kriegt ihr das Grauen weg. Ihr habt dann mehr Hoffnung. So. Elfenrelikte sammeln, oder? Und Uruks besiegen. 8 Stück. Achso, ich wollte mal gucken, was der hat. Verdammt. Er legt auf jeden Fall viele Felder. So, der Typ hat Saurons Auge. Das Auge Saurons liegt auf dieser Kreatur und erschafft um sie eine spürbare Aura des Schreckens. Er hat eine Verderbtheit drauf. Fliegenschwarm 2. Bosheit 10. 9, 8, 7, 6. Okay, die anderen Stufen haben sie sich gespart. Er hat 300% eingehende Heilung, 300% mehr Nahkampfschaden, taktischen und Fernkampf. Natürlich. Natürlich. Muss sich ja lohnen, ne? Und die legen echt eklig viele Felder. Okay. Kann ich den irgendwie... Das liegt jetzt da? Ja, jetzt muss woanders liegen. Au! Komm mal da raus, aus dem ekligen Feld. Hinterfinne. Huch! Oh, Lake! Oh mein Gott. Abgeschlossen. Uruk-Hai-Bezwinger. Was? Jetzt schon? Ich bin doch gerade mal 5 Minuten hier. 40 Uruk-Hai bezwingen. Für Stufe 1? Gut, okay. Ja, man merkt sofort, das ist nicht so einfach. Ich glaube, wenn zu viele da sind, habe ich echt Probleme. Und die Verderbtheit würde ich, glaube ich, echt schnell wie möglich... Uah, der explodiert nämlich. Round 7 und... Ja... Und noch was. Alter... Ja. Ja, nicht schlecht. Was macht das eigentlich? Achtsam. Jetzt. Mist. Mist. Muss in das nächste. In das nächste blaue Glibberfeld laufen. Schon mal kein O. Doch, da hinten. Aber auch kein. Keine Relikte. Nicht was? War die nicht 2? Nein.
Komm schnell. Schleimpfütze. Achtsam jetzt. Schleimpfützen lassen euch schwanken und erschweren euch das Zielen. Da steht aber nicht, wie viel Patzerwahrscheinlichkeit oder sowas ich habe. Ihr seid verlangsamt. Der Feind explodiert um euch herum. Der Feind? Verseuchter Auswurf. Lecker. Igitt. Ich werde voll genießt und voll gehustet. Und dann kommt Grauen 7 und Grauen 5 durch ihn hier. Hat nicht gereicht. Schöne. Pupst da hier noch so ein Pilz hin. Es kommen auf jeden Fall so viele Debuffs. Man muss gucken, inwieweit man die sich nehmen kann oder ob die jetzt wirklich für einen schädlich sind, weil Fernkampf, ja, wenn mir das Fernkampf runtersetzt, okay. Das ist doof. Das ist nämlich Stunt, das ist echt doof. Wenn ich drin stehen bleibe, explodiert der Pilz, gehe ich raus aus der Range, nicht. Und das blaue Feld bleibt länger liegen. Okay. Das muss man sich auch erstmal alles so ein bisschen zusammenklamüsern, ey. Was? Uralte Artefakte. Oh, ich habe was übersehen. Konnte mir das nur passieren? Ich übersehe doch sonst nie etwas. Drei Stück fehlen mir noch. Ach, hier hinten, ja. Mal gucken, ob ich jetzt hier den Eingang finde. Hier muss noch einer stehen. Ah, hier. Zwei sogar. Ah. Und eine Wunde gibt es auch noch oben drauf. 34.000 tickert, aber ich wollte gerade sagen, sie tickert weniger, aber es kam gar nicht. Ich habe widerstanden. Ist irgendwo hier stehen? Schadensreduzierung, Nahkampftaktisch. Müsste hier, wenn dann das sein, Typs Feuer, Blitz, Frost, Säure? Nee. War das Furcht? Also müsste eigentlich taktische Schadensredu sein. Welcher macht denn da das Grauen? Schwarzpfeil? Soldat. Schwarzpfeil zuerst. Let's go! Ja, ne? Der Button muss eigentlich da hoch. Der ist da falsch. Bist du schön theatralisch nach hinten gefallen? Au. Elfmodikte? Hier nicht mehr. Das ist aber schon ein Ring. Bin ich schon fertig? Mir fehlen da doch zwei. Okay, wenn ich ist die Mission, dann gehe ich nach Hause. Also hier steht 10 von 12. Aber ich nehme auch gerne das an hier. Mist. Hä? Der hatte gerade einen Ring, ich schwör's. So hätte ich den ja nie gesehen. Huch. Ist er hier ganz allein und verlassen rum.
ein bisschen merkwürdig. Jetzt ist der Ring wieder da. Der war gerade da, ich schwör's. Der war gerade da. Bin mir 1000%ig sicher, dass der da war. Ziemlich dünn aus. So, gib mir mal 10. Was kann ich für euch tun? 50 Rollen. Ich habe aber noch 5 Rollen dazu bekommen. 1000 Erfahrungspunkte für die Tugendeigenschaft. Abgeschlossen. Und ich habe eine Truhe Stufe 10 bekommen. Erkundungstruhe Stufe 10. Ja. Und nochmal ein Delving Opal. Ich habe einen zerbrochenen bekommen und nochmal einen. Und man sieht, ne, ich habe mich aufgeräumt. Ich weiß, es sieht sehr unordentlich aus. Bitte nicht so in die Ecken gucken. Aber das ist... man wird so ein bisschen dazu genötigt, diese Tasche einzutauschen. Schon interessant. Okay, in der Schachtel war eine Schachtel. Delving Box of Clothing Doy. Da war Farbe drin? Walnussbraun? Kaufe ich mir im Auktionshaus für 30 Gold oder so? Geld habe ich 3500. Das heißt, ich könnte mir 350 mal Farbe kaufen, dafür, dass ich Stufe 10 spiele? Ja. Farbe? Nicht irgendwie ein bisschen merkwürdiger Loot. Also ist meiner Meinung nach dafür, dass es... Ja, es war jetzt nicht super schwer. Aber Farbe? Da gib mir 5 Münzen. Die ich hier irgendwie... ja, hier was so... Was kann ich so. Für euch tun? Dann gib mir 5 davon, von diesen 9 Münzen. Dann hole ich mir irgendwie die Musik oder eine flauschige Tigerkatze oder so. Aber Farbe... Na gut. Ich nehme das mal so hin. 5 Asche bekomme ich auch noch. Und 2 Marken. Dafür, dass ich eine Mission abgeschlossen habe. Ich habe jetzt... Gibt es etwas, das ihr benötigt? 80 dieser Schriftrollen. Das heißt, wenn ich alle auf Stufe 10 mache... Einmal pro Woche? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, einmal pro Woche kann ich das machen. Bleibt noch einen Moment. Ja.